Glock 18 Tierlist und ich bin ehrlich, das ist verdammt schwer. Damit einen wunderschönen guten Morgen an diesem fantastischen Dienstag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Case und Kaffee. Ich habe es gerade gesagt, Tier des Glocks ist heute dran und das wird kontrovers. Ich bin mir ziemlich sicher. Hier haben wir sie, alle 42 Stück und das wird wild, das wird ein Fest. Wir gehen durch chronologisch und zwar angefangen bei den Industrial Grades hoch zu den Mil-Specs, zu Purple, Pink und anschließend auch noch Red. Dementsprechend fangen wir an mit der Sand Dune und ich bin ja ein Fan. Was gibt's hieran auszusetzen? Eigentlich gar nichts. Sticker-Potenzial ist da. Es ist im Prinzip die helle AK Slate als Glock. Ich bin sehr happy. Die Sand Dune schieben wir erstmal oberhalb der Hälfte. Ich finde die sehr stark. Als nächstes die Glock 18 Groundwater. Im Prinzip sehr ähnlich wie die Sand Dune, aber in ungeil. Dementsprechend untere Hälfte C-Tier. Die Death Rattle ist... Boah, also ist es schon low. Textur gefällt mir ganz und gar nicht. Und auch meiner Meinung nach wenig Platz für Sticker. Das wird das erste D. Als nächstes die Knight. Und die Glock Knight, das ist ein absoluter Banger. Das Ding ist komplett lächerlich. Ich finde die mega stark. Mega schlicht, mega clean. Komplett unauffällig, aber Platz für Sticker. Unfassbar viel Potenzial. Das Ding wandert geradeaus auf A. Ganz entspannt. Als nächstes die High Beam. Und die finde ich schick. Auch hier, ehrlich gesagt, wenig Platz für Sticker. Ich finde Sticker hier auf der Glock ziemlich deplatziert, aber ich finde sie schick. Musterung finde ich nicht schlecht, Farben finde ich schick, schöner Kontrast auch zum Griff. Ich bin Fan. Dementsprechend High Beam, starkes B, bin ich dabei. Wir kommen zur Red Tire und die finde ich wild, das stimmt, aber die Wildnis ist ziemlich in einem Farbschema gehalten. Das finde ich schön, damit ist es farblich nicht so anstrengend. Rote und weiße Akzente, das finde ich nicht verkehrt. Gibt ein bisschen Modernität mit in den Skin. Und wir haben hier oben rechts in der Ecke einen schönen Platz. Wirklich einen schönen Platz für einen Skin, der rausstechen darf. Ich finde das nicht verkehrt. Ich finde es nicht schlecht. Obere Hälfte, ich sag B. Als nächstes Candy Apple. Das, ein absoluter Klassiker und Banger. Ich meine, meine Güte, wie stilsicher. Wie fantastisch. Boah. Also meine Güte, dann noch Platz für Sticker. Hier ist alles. Absolut alles, das Ding, das ist ein Traum. Dementsprechend Candy Apple, ganz weit oben A-Tier. Ganz stark. Als nächstes Reactor. Finde ich sehr stabil. Finde ich sehr gelungen, gefällt mir sehr. Farbschema finde ich sehr passend. Gutes B. Gutes B. Ist gut, einfach wirklich gut. Ich stecke sie unter die High Beam. Ich finde die High Beam kommt noch ein bisschen besser. Als nächstes Blue Fisher. Ich finde sie nicht schlecht. Auch hier Platz für Sticker, da ist Potenzial. Die können arbeiten, die können atmen, die haben Platz, die haben Raum, das finde ich nicht verkehrt. Ansonsten der Skin natürlich recht plan, die Textur unterstreicht das nochmal. Kein Effekt, keine Reflexion, kein Glanz, will es auch gar nicht haben, das ist eine Leinwand für Sticker. Glasklar und dementsprechend wird sie auch so behandelt. Unter die Rector, über die Sand Dune, fühlt sich gerade richtig an. Als nächstes die Catacombs und hier muss ich sagen, da ist was. Aber irgendwie auch nicht. Es ist eine Andeutung, aber nicht durchgezogen. Ich finde es ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Es holt mich nicht ab. Hier ist zu wenig, was zieht, was anzieht vor allem. Ich finde es zu schwach. Und auch wenig Platz für Sticker. C-Tier. Unteres C-Tier. Als nächstes Bunsen Burner. Finde ich schick. Solide, schöne Farben, schönes Motiv. Platz für Sticker. Material glänzt. Schön. Schöner Effekt. Gefällt mir. Muss ich sagen. Ich sage noch obere Hälfte. Unteres B-Tier. Als nächstes die Wraith. Scheiß Name. Und ich bin auch kein Fan. War ich nie, werde ich nie sein. Upgrade bekommen durch CS2. Das auf jeden Fall. Landet bei mir dennoch im C-Tier unter den Catacombs. Wer wagt es, mich anzuschreiben? Das ist skandalös. Ich finde es nicht schön. Im direkten Vergleich die Ironwork. Und die hingegen ist elegant. Die ist filigran, die ist stilvoll. Die hat einen gewissen Geschmack in sich. Die ist stark. Die gefällt mir wirklich sehr. Da liegen Welten dazwischen, meiner Meinung nach. Obwohl sie beide grau sind, aber hier die Ironwork. Boah, da bin ich Fan. Wirklich. Ich finde sie für sich genommen sehr stark. Sehr stark. Wo stecken wir dich rein? Ich fühle mich gerade wie der Hut bei Harry Potter. Auf jeden Fall obere Hälfte. Das ist klar. Und ich tendiere unter die Rector. Das fühlt sich gut an. Die Offworld als nächstes. Und dann muss ich sagen, die ist okay. Details vorhanden. Für ein Blue in Ordnung. Das stimmt. Aber mehr auch nicht. Jedenfalls nicht im Kontext mit anderen Glockskins. Schönere Skins vorhanden und auch schönere Skins mit mehr Potenzial für Sticker. Hier, es zieht nicht. Es zieht nicht. Ich schiebe sie in D, aber natürlich noch über die Death Rattle. Als nächstes die Warhawk. Ich bin kein Fan vom Motiv, aber Material kommt gut. Textur schön durchgezogen. Schön auch verdreckt den Skin.
Ja, also da sind Gebrauchsspuren drauf. Auch in FN, das passt. Das passt zum Skin auf jeden Fall. Material kommt gut, schöner Glanzgrad. Das ist in Ordnung. Auch wenn ich kein Fan bin, das ist gut. Ich schiebe sie mal vorsichtig über die Sand Dune. Doch, doch, das fühlt sich hier als Grenzung. Als Abgrenzung fühlt sich das hier, glaube ich, ganz gut an. Die Oxide Blaze, und da gibt es nicht viel zu sagen. Ich finde diesen Skin absolut furchtbar. Ich sag's, wie es ist, das Ding wandert direkt und ganz entspannt. Ohne mit der Wimper zu zucken in F-Tier rein. Da will ich nichts hören. Als nächstes die Sacrifice. Ich finde das Motiv nett, muss ich sagen. Da hört's dann aber auch auf. Ich schieb sie in D. Wir lassen die Oxide Blaze nochmal alleine. D, finde, ist es in Ordnung. Ist in Ordnung, ist ein netter Skin. Dann die Clear Polymer. Ich bin ehrlich, wenn dieses Magazin nicht wäre, das wäre potenziell so eine schöne Glock geworden. Blaue Akzente mit dem Bronzenen, das wäre gut gekommen. Und jetzt haben wir hier dieses Ding da in der Mitte, es ist furchtbar. Ich sag's, wie es ist. Und deswegen wandert das Ding auch ganz entspannt in D-Tier rein. Ich find's nicht schön, ganz und gar nicht. Dafür kommt aber jetzt die Winterized und davon bin ich ein kleiner Fan, muss ich sagen. Ich finde das von der Idee her, von der Umsetzung, schick und erfrischend. Recht modern auf der Glock, ich finde, das passt ihr sehr gut. Natürlich Camo-Muster, hier wurde das Rad nicht neu erfunden. Das ist, glaube ich, klar. Ist auch nur ein Blueskin. Ich finde ihn aber schick. Der bringt Frische rein. Ich finde die stark. Und deswegen kommt sie auch in unteres B. Obere Hälfte, ich finde es okay. Ich finde es gut. Als nächstes die Brass. Und hier habe ich jetzt so das Gefühl, hier mache ich mir Feinde. An sich finde ich die Brass ja mega schick. Schöner Glanzgrad natürlich. Aber was ist das Problem? Die leuchtet mir zu grünlich. Und das ist jetzt vielleicht Meckern auf hohem Niveau, aber ich finde, das sieht nicht schön sauber aus. Und das liegt nicht am Warehouse, wo wir gerade drin sind. Wir können auch mal Inferno nehmen, eine sehr warme Map. Ebenfalls eher ein starker, auch so ein bisschen ekliger Grünstrich drin. Grünstich. Auf Dust ebenfalls. Und auf Vertigo auch sehr natürliches Licht da, aber ich finde sie, nee, ich finde sie inzwischen nicht mehr gut. Auch verdreckt, nicht clean. Ich bin ehrlich. Und das schmerzt ein bisschen, weil ich hätte sie lieber weiter oben. In meinem Kopf war sie weiter oben, aber die Brass, ich schieb sie unter die Warhawk. Unteres B. Boah, das fühlt sich nicht gut an. Aber richtig. Dafür jetzt aber ein Banger. Und ich möchte wieder zurück zum Warehouse. Ja, boah, ey, Glockfade. Muss man dazu irgendwas sagen? Irgendwas, was nicht glasklar ist? Das Ding, absoluter Traum. Meine Güte, in CS2, boah, das ist gemein. Einfach fies. Wandert. Ähnlich wie die Oxide Blaze, ohne mit der Wimper zu zucken, aber in die andere Richtung. Direkt S-Tier. Erstes S-Tier für heute. Und wir haben noch ein paar Skins vor uns. Als nächstes Nuclear Garden. Die einzige Glock, die in so einem richtig kräftigen Grün strahlt. Und ich finde es von der Umsetzung her, vom Motiv, von der Message, mega stark. Mir gefällt sie sehr, muss ich sagen. Und dementsprechend landet die auch ganz weit oben in B-Tier. Mega solide, mega gut. Gefällt mir. Als nächstes die Synth Leaf. Und das ist, glaube ich, ein Meinungsspalter. Ähnlich wie die AK Wild Lotus. Ich glaube, die liebt man oder hasst man. Und was habe ich hierzu zu sagen? Ich bin Fan. Schöne Farbpalette, mega schön dunkel gehalten. Aber, und das ist jetzt das, was ich hier mega schön finde. Motiv ist sehr stark und sehr ruhig. Da geht was ab, aber nicht zu laut. Es ist ein komisches Wort, um das zu beschreiben. Aber man hat hier viel Musterung, viel Textur. Viel, was einem vom Skin her schon geboten wird. Und das ist aber nicht zu aufdringlich. Gleichzeitig, dementsprechend auch, mega schönes Potenzial. Viel Potenzial für wunderbare Crafts. Meine Güte, ich bin großer Fan. Ich sag's, wie es ist. Und wie groß, das sehen wir jetzt, denn die Synth Leaf landet für mich in S-Tier, sogar noch vor der Fade. Es brodelt. Ich kann das förmlich spüren. Aber es fühlt sich richtig an. Ich bin Fan. Ich sag's, wie es ist. Dafür als nächstes die Franklin. Und wir kennen sie von der P250, von der P250. Und da finde ich sie wesentlich stärker. Ich finde, die Franklin passt nicht ganz auf die Form der Glock. Ich finde es ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ich hätte es mir besser gewünscht. Die Franklin kommt für mich über die Winterized. Unter der Sand Dune. Oh mein Gott. Aber so ist das. Als nächstes Pink die D-Pad. Die ist stark. Klassiker. Ein Style, der nicht alt wird. Von dem man erkennt, dass er alt ist. Aber der ist immer noch charmant, immer noch sympathisch. Schöne Farbpalette. Poppig. Aber dennoch auch nur akzentiert, nicht komplett, auch wieder wie die Synth Leaf, nicht laut. Die schreit nicht, die sagt, hi, ich bin hier und das war's dann auch. Und auch da viel Potenzial für schöne Crafts. Ich bin Fan. Pink die D-Pad, wo stecken wir sie hin? Auf jeden Fall auch wieder obere Hälfte und ich fühle sie in B-Tier. Jetzt ist nur hier wieder die Frage, wohin? Eine Aufgabe, die der Hut sich nie machen musste. Boah, über die Blue Fisher oder drunter,
Ich tendiere eher zu drüber, ehrlich gesagt. Gerade tendiere ich zu drüber. Ich schieb sie drunter. Ich schieb sie drunter. Das fühlt sich richtig an. Es fühlt sich richtig an. Es ist wild. Es ist auch eine Reise für mich gerade. Boah. Es ist krass. Es ist wirklich krass. Als nächstes eine sehr schöne Glock. Ramesses Reach. Banger. Absoluter Banger. Anubis Collection generell gefüllt mit wunderschönen Skins. Auch sehr preisgünstig. Nur so als Randbemerkung. Ramesses Reach. Einfach stark. Unfassbar stark. Gefällt mir sehr. Nicht so viel Platz für Sticker, muss man sagen. Das stimmt. Aber für sich genommen kommt die einfach unfassbar gut. Wir schieben die ins oberste B-Tier. Kurz vor A, aber aufgrund vom Mangel für Stickerpotenzial nicht ganz in A rein. Jetzt Dragon Tattoo, Armsteel Collection. Ich bin kein Fan. Das Ding hat für mich noch nie irgendwas gerissen. Ich finde kompletter Shit. Und jetzt wird's wieder eventuell für manche von euch persönlich. Ich schieb's in D-Tier. Unter die Death Rattle. Über Sacrifice. Da ist sie. Da gehört sie hin. Als nächstes Steel Disruption. Und hier muss ich sagen, die hat mich ziemlich überrascht. In CS2 schöner Glanzgrad. Auf jeden Fall. Finde ich sehr stark. Auch hier unterschiedlich. Aufgrund von Weiß und Schwarz. Schön kontrastreich. Setzt sich auch ab von der unteren Hälfte der Waffe. Und auch Platz für Sticker. Ich sage, gutes B unterhalb der Brass. Finde ich in Ordnung. Finde ich gut. Als nächstes die Grinder. War ich lange Zeit absolut gar kein Fan von. Also direkt F-Tier. Aber hat sich gewandelt. Hat mich neu überzeugt. Ich bin kein Fan. Das nicht. Kommt vielleicht noch. Ähnlich wie auch bei der Bloodsport AK. Will ich jetzt nicht auf eine Stufe heben. Aber ich finde sie nicht verkehrt. Ich schieb sie über die Wraith unter die Catacombs. Ich glaube, das ist ganz okay. Die drei grauen Glocks, die ich alle nicht geil finde. Wie gesagt, die Ironworks hat sich stark abgesetzt bei mir. Aber die drei, die finde ich schon alle im ähnlichen Bereich. Und dann ist es, glaube ich, einfach Geschmacksfrage, welche man von den vier geil findet. Für mich halt die Ironworks. Für manche vielleicht wirklich die Grinder oder Catacombs. Dafür wieder ein kontroverser Skin, Royal Legion. Ich bin kein Fan, ich finde es furchtbar. Das kommt ganz und gar nicht gut. Auch eher beißend mit Stickern, habe ich jetzt so im Gefühl. Ich sehe da nichts. Natürlich gilt wie immer, wenn ihr da wunderschöne Crafts am Start habt, schickt die gerne mal im Discord rein. Link ist in der Beschreibung. Würde mich sehr freuen, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Aber jetzt gerade, ich schicke sie in D. Knallhart. Dafür als nächstes die Weasel. Und davon muss man eigentlich Fan sein. Die hat keinen Banger-Faktor, aber die ist charmant. Die ist süß, die ist zuvorkommend, die ist nett. Die lädt einen auf eine Tastatur ein. Und man hat eine gute Zeit. Also hier kann man kein schlechtes Wort drüber verlieren. Und ich finde, so fügt sie sich auch ein. Unter die Brass, die dann ja doch schon ein bisschen spezieller ist, auch vom Aufbau, vom Material, vom Stickerpotenzial. Auch die Weasel ist ja sehr selbststehend, alleinstehend. Aber die fügt sich da ein, in die obere Hälfte der Skins. Ich finde, das ist ein guter Platz. Jetzt die Moonrise. Ich finde sie sehr leise. Heute habe ich es mit diesem Lautstärkevergleich. Ich finde, sie bietet eigentlich mehr an, als sie selber von sich selbst verkauft. Natürlich auch Pattern Base, der Mond wandelt, die Glock entlang. Finde ich, ist ein schönes Detail, kann man mitarbeiten. Farbschema, lila, pink, finde ich sehr stark, gefällt mir sehr. Auch recht einzigartig. Und auch hier, dadurch, dass sie halt auch so ein bisschen zurücknehmend ist, gibt sie mehr Platz für Sticker wieder. Ich finde die sehr stark. Das ist so ein Skin, wenn man den im Game sieht, das ist so ein Kopfnicker. Das ist so ein Yo, nicht schlecht. Hast du gut gemacht. Auch so ein kleiner Klopfer auf die Schulter, hat sie sich verdient. Und ich finde, den hat sie sich sogar sehr verdient. Ich schieb die hoch. Ich schieb die hoch im B-Tier, unter Nuclear Garden, über die High Beam, weit oben im B. Ich finde die wirklich stark. Jetzt die Umbrel Rabbit. Und von der Idee her, vom Feeling. Das ist der Nachbar von der Weasel, die lädt dich auf eine Tasse Kaffee ein. Und dann habt ihr eine schöne Zeit, springt über die Hügel. Geil. Absolut. Finde ich schick. Vielleicht auch Geheimtipp für welche. Ich finde sie schicker als die Weasel. Ich finde, die hat natürlich mehr Aussagekraft in sich. Nimmt dich auch mehr mit, auf eine Reise natürlich. Ich finde die sehr stark. Mir gefällt die sehr. Auch hier, sehr sympathisch. Ich schicke sie über die Weasel. Sind Nachbarn, das passt. Unter die Brass. Finde ich, fügt sich sehr gut ein. Die Block 18, der neue Skin aus der Kilowatt Case, jetzt erst vor kurzem reingekommen. Und hier nehmen wir auch mal das gute Feature in die Hand, denn ich finde, das ist der wichtigste Skin, wo man das benutzen sollte. Und zwar von hinten. Ich finde diese blaue Farbe, den Farbton, finde ich sehr stark. Das gefällt mir sehr. Was mich stört, ist der Griff. Ich finde den Griff unfassbar hässlich. Den könnte man jetzt potenziell abdecken mit Stickern. Das geht. Aber gleichzeitig sehe ich auch den Grund nicht. Warum soll ich mir die Arbeit machen, um ein Skin besser als Skin zu machen? Ich will ja Sticker drauf machen, damit der Skin mit den Stickern harmoniert, nicht damit ich den hässlichen Teil des Skins überklebe. Und hier finde ich den Griff leider auch zu blockig. Oh Gott, der kam so aus mir raus. Aber ich finde es furchtbar.
Den Griff an sich, ich finde es furchtbar. Oberer Teil, finde ich stark. Aber hier unten verliert sie alles, meiner Meinung nach. Eine starke Meinung für einen neuen Skin, der wandert in D-Tier über die Royal Legion. Und ich finde, hier passt sie noch gut rein. Vielleicht wächst sie nochmal näher an mich ran. Das kann gut sein. Aber jetzt gerade, D-Tier finde ich sehr angemessen. Als nächstes dafür, die Twilight Galaxy. Meine Güte. Also wirklich meine Güte. Das Ding in CS2, das räumt alle Buden leer. Alter Falter. Für sich alleinstehend. Absoluter Banger. Jetzt noch mit Stickern. Vollstes Potenzial. Absolut. Das Ding ist traumhaft. Und zwar so traumhaft, dass sie irgendwann, ich call es jetzt, in meinem Inventar landen wird. Irgendwann wird's kommen. Und man kann es vielleicht raushören, die Twilight Galaxy wandert direkt in Top S-Tier. Für mich der schönste Skin, den wir in CS2 haben. Für die Glock. Bisher. Dafür als nächstes ein Klassiker. Water Elemental. Alt. Wir sehen es, Breakout Collection. Aber schick. Also von dem Farbschema her, blau und rot, das Motiv Water Elemental, wir sehen es hier drinnen, es ist schön, einfach schön. Einige Akzente grau gelassen, nicht komplett durchgezogen, finde ich ebenfalls gut. Stark, einfach stark, wird auch nicht langweilig meiner Meinung nach. Water Elemental, ich schiebe sie, boah, B-Tier, über die Reactor unter die Highbeam. Das ist gut, das ist gut. Als nächstes, Glock Vogue. Der einzige Skin bisher in CS2, wo ich es durchlasse. Gesichter auf Menschen. Es ist ja auch nur ein kleiner Ausschnitt und gleichzeitig die Farben einfach unfassbar stark. Gefällt mir sehr. Ich bin großer Fan. Ich spiele sie ja selber natürlich. Ich finde die wunderbar. Die eine Ausnahme. Das eine schwarze Schaf. Und dadurch landet die auch sehr weit oben. B-Tier über der Nuclear Garden unter der Rameses Reach. Ja, aber ich spiele sie lieber als die Rameses Reach, muss ich sagen. Aber rein skintechnisch, was die Rameses Reach zu bieten hat, würde ich sagen, schlägt sie die Vogue. Aber jetzt gerade für mich im Gefühl, jetzt seit ein paar Wochen halt, ne, solange ich sie schon spiele, die Vogue, einfach stark. Einfach stark. Snack Attack, ich bin kein Fan. Für mich zu überladen, vom Motiv her, es holt mich nicht ab. Ich seh's, aber es holt mich nicht ab. Ganz und gar nicht. Was ich süß finde, das eine Detail, was ich gelten lasse, sind hier hinten die Augen, die man auch sieht, wenn man sie in der Hand hält, jetzt gleich, wenn man damit rumläuft, wenn man schießt, man ist nicht mehr alleine. Das holt ehrlich gesagt vieles raus. Ich bin ehrlich. Dementsprechend, ich schiebe sie in Top C-Tier. Untere Hälfte der Skins, aber da weit oben. Wir nähern uns dem Ende. Glock, Gamma Doppler und natürlich ist Emerald S-Tier. Was denn sonst? Reden wir aber mehr über die Allgemeinheit. Und da sage ich, Gamma Doppler natürlich dennoch ein Fest. Absolut geil. Wird aber natürlich durch die Nicht-Emerald-Phasen ein wenig runtergezogen. Nur ein wenig. Wir schieben sie, ich schiebe sie in niedriges S-Tier. Ich finde, die gehört da oben hin. Auch in Nicht-Emerald. Äußerst stark. Die Wasteland Rebel. Stark. Also die Kombination aus Terroristen als Skin dargestellt. Unfassbar. Genauso wie die Arca natürlich auch. Einfach stark. Machst du nichts falsch mit. Absolut gar nichts. Kannst du spielen. Kannst du nicht so gut craften. Das stimmt. Da bist du ein bisschen... Ah, die nimmt schon viel Platz ein. Aber absolut geil. Sie ist ja auch schon ein bisschen alt. Man hat sich vielleicht auch ein wenig satt gesehen inzwischen. Ich schieb sie aber zur Water Elemental. Ich finde, die haben eine sehr ähnliche Charakteristik. Verschiedene Farben, verschiedene Themenbereiche, die sie anschneiden. Aber vom Aufbau, vom Layout, vom Charakter finde ich sehr ähnlich. Der vorletzte Skin, die Bullet Queen. Gibt nicht viel zu sagen. Mensch auf Gesicht. D-Tier. Unter der Offworld. Sehe ich. Und zu guter Letzt Nummer 42, Neo Noir. Ähnliches Argument. Gesicht auf Mensch. C-Tier. Damit sind wir fertig. Ich schaue nochmal kurz drüber. Ob sich jetzt gerade nochmal was in mir geschoben hat. Aber S-Tier finde ich abgehakt. Also da werde ich nichts dran rütteln. Twilight Galaxy, unfassbar geil. Also meine Güte, Traumskin. Synth Thief kommt unfassbar stark. Fate, Banger, natürlich. Also auch lächerlich gut. Und Gamma Doppler, mega stark. Candy Apple, Knight, kommt nichts ran, finde ich. Das sind zwei Banger, das sind zwei Klassiker. Das sind Legenden. Also wahrlich, meine Güte. Die Candy Apple auch einfach. Eigentlich Candy Apple kann man den Case aufmachen für S-Tier meiner Meinung nach. Wie die kommt, ist phänomenal. Und dann B-Tier. Obere Hälfte. Rameses Reach, Vogue, Nuclear Garden, die Moonrise. Die vier, finde ich, bilden auch eine Einheit. Finde ich sehr stark. High Beam kann man garantiert überstreiten. Die Wasteland Rebel und Water Elemental, finde ich, gehören schon sehr nah beieinander auf jeden Fall. Reactor vielleicht bei manchen weiter unten. Die Ironworks finde ich sehr stark. Werde ich mir demnächst holen. Bin ich mir ziemlich sicher. Kostet ja auch nicht viel. Und ab da finde ich eigentlich in Ordnung. Wie gesagt, über die Breast kann man streiten, garantiert. Die hat einige Fans, das weiß ich. Sand Dune kann man natürlich sich auch drüber aufregen eventuell, warum es die in B-Tier schafft. Aber wie gesagt, helle Arca Slate als Glock.
Du kannst mit der machen, was du willst und es funktioniert. Mehr oder weniger. Ansonsten hier noch ein paar Blueskins mit der Winterized und Bunsen Burner. Finde ich okay, dass die hier sind. Also wirklich, da habe ich keinen Bedarf, das jetzt nochmal zu ändern. Und hier unten, ich schaue nochmal kurz drüber. Aber ich sehe nichts. Was sich lohnen würde, jetzt nochmal durchzuwühlen, die Oxide Blaze als einziger F-Skin, F-Tier-Skin, finde ich verdient. Finde ich vollkommen verdient. Das Ding ist absolut furchtbar. Kommt auch nichts ran. Also meilenweit ist das Ding da alleinstehend. Finde ich vollkommen berechtigt. Boah, war das eine Geburt. Ich bin ehrlich. Und auch nach wie vor nicht 100% passend. Da bin ich mir ganz sicher. Und natürlich auch einfach viel Änderungspotenzial. Je nach Meinung, je nach auch, ich denke, Tagesform. Was man da jetzt an welche Stelle genau setzt. Aber ich denke, alles in allem in Ordnung. Also für mich auf jeden Fall. Ich bin damit fein. Sonst hätte ich nochmal durchrotiert. Aber wie gesagt, am Ende, ich finde es gut. Und auch verdient. Aber damit kommen wir natürlich zur täglichen Case. In eine wunderschöne Breakout-Case. Meine Güte, Operation Breakout, das ist einige Tage her. Und das verpasste Investment von 3 Cent pro Case, das schmerzt. Nach wie vor selbstverständlich. Viel wichtiger ist natürlich, von wem die Case kommt. Und die Case kommt von Ever. Ich bedanke mich vielmals, Operation Breakout, alles andere als günstig oder häufig. Level 301 ist der Kollege. Meine Güte, Item-Showcase, hier sehen wir schon, das spricht eine gewisse Sprache. Wir gehen jetzt mal weiter. Pokémon, das sieht hier sehr aus. Nach Saphir, Smaragd, Rubin. Da muss man natürlich sagen, Smaragd, absoluter Banger. Das ist, glaube ich, klar. Aber, interessantere Frage, interessantere Ansicht. Rubin oder Saphir-Spieler? Für mich war es die Saphir. Für mich ist es Kyogre. Ich sag's, wie es ist. Kyogre größer Groudon, auf jeden Fall. Meine Güte. Aber schön. Schön eingebettet. Ansonsten, Kommentare, 42 Seiten. Ja moin. Leck mich am Arsch. Gruppe, das ist schwach. Ever, bin ich ehrlich, das ist eigentlich fahrlässig. Auch, also das bitte korrigieren, da achte ich auch drauf. Da werde ich nachschauen. Das wird bewertet. Und eingetragen natürlich auch. Inventar, 270 Items. $5000 Inventory Value. Wir sehen sie gerade schon, AK Bloodsport. Wir gehen aber natürlich chronologisch des Preises nach durch. AWP Desert Hydra, No-Brainer. Fnatic Foil Krakau. In Field Tested ist sie, glaube ich, noch recht, jawohl, ist sie noch recht hell. Im Battlesguard wird sie ja sehr dunkel und sehr schwarz, muss man sagen. Aber meine Güte, Desert Hydra, was ein Banger von Skin. Alter Falter. Also kann ich jeden Einzelnen nur beglückwünschen, der so eine freche AWP hat. Meine Güte. Dazu passend Butterfly Knife Autotronic, Field Tested. Wir haben es gerade eben gesehen. Breakout Case ist natürlich Butterfly Knife Thema. Ich würde mich sehr freuen. Ich sag's, wie es ist. Autotronic hier. Richtiges Finish auf dem falschen Knife. Ich finde, auf dem Butterfly kommt das Autotronic nicht ganz so geil wie auf dem Karambit. Butterfly bin ich eher Fan vom Tiger Tooth zum Beispiel. Mehr so mein Fall, aber ich kann's verstehen. Denn Butterfly Knife Autotronic ist einfach eine Hausnummer. Meine Güte. Boah. Also, das ist gemein. Absolut gemein. Passende Slingshot Gloves dazu. Das passt natürlich. Fennec Fox ebenfalls am Start. Penta. Ein Sticker, den man nicht mehr häufig sieht. Auch schön gescratcht. Alles weg, nur noch Logo da. Das ist stark. Gefällt mir. Ansonsten, gerade gesehen, AK Bloodsport hier mit 5 Stickern. Dementsprechend schon erweitert. Und ich habe mich gerade gefragt, wo sind sie denn? Die sind alle hier hinten. Mini-Hirn. Das ist sympathisch, muss ich sagen. Ah, das ist stilvoll. Gefällt mir sehr. Holt mich ab, auf jeden Fall. Ah, Timu Kau holt mich wieder gar nicht ab. Dafür aber die Kill Confirmed. Natürlich stark. AK Redline. Face Clan. London 2018 Paper. In Field Tested. Wie sieht das Magazin aus? Sehr stark. Relativ clean für Field Tested, muss man sagen. Und kommt gut. Auf jeden Fall. London Sticker sieht man eher selten. Hier aber auf der Redline finde ich nicht schlecht. Dragonfire ist am Start. Candy Apple. Krieg haben wir gerade gesehen auf der Glock. Natürlich sehr stark. MP7 Fate. MP9 Mount Fuji. Sehr schöner Skin. Nach wie vor großer Fan. Muertos P250. Water Elemental auch gerade gesehen. Mensch, ist ja überraschend. Tech9 Isaac hier mit Spirit. Gerade schmiert's ab. Aber Team Spirit natürlich gerade ganz frech und auf lächerliche Art und Weise Katowice gewonnen. Da gibt's natürlich einen Namen, über den man reden muss. Wäre das mit Twists auch passiert? Spaß, natürlich Donk. Meine Fresse. 82-40 hat er die Serie beendet. Das war ein cleanes BO3. Das war ein cleanes Best of 5. Wurde clean. Das war. Falsch. Nochmal. Das war ein Best of 5. Wurde clean runtergespielt. Face 3-0 an die Wand geklatscht. Meine Güte.
Leck mich am Arsch. Muss einfach mal erwähnt werden. Bison High Roller. Und ansonsten hier noch schöne weitere Skins. Natürlich, Loadout ist vorhanden. Das ist schön. Ansonsten noch ein paar Seiten voll mit Stickern, wie wir hier gerade sehen. Eventuell gehebelt worden, so wie das hier aussieht. Auch noch Stockholm am Start. Interessant. Älteste Coin, Service Medal 2016. AWP mit Stickern, aber nichts, was schmerzhaft ist, glücklicherweise. C4, 1, 2 Stück. USPS und auch A1, nichts Spezielles. C-Cleaner, geil. Schöne Coins, schöne Badges, aber natürlich. Also Highlight haben wir natürlich gesehen, wie sonst auch. AWP Desert Hydra, Butterfly Autotronic, Bloodsport, Fennec Fox. Meine Güte, ey, was ein Loadout. Und auch farblich natürlich sehr passend. Muss man sagen, das ist stark. Dementsprechend ever. Vielen Dank für die Case, Breakout. Und wir haben es gerade gesehen, Butterfly Knife. Ich wäre entzückt. Folge 102, 25%. Sind wir drüber inzwischen, wir gehen rein. Skintechnisch passiert hier nicht ganz so viel. P90 Asimov, das Red ist vorbei. P2000, Ivory. Ja, moin. Schmerzhaft, 0870. Und sieht komplett gebumst aus. Meine Güte. Ist das unschön? Ich meine, ich will es gar nicht wissen. Die Skins darin, die Reds, die Pinks, sind alle furchtbar. 10 Cent ist noch übertrieben, ehrlich gesagt. Für so einen Scheiß. Aber gut. Nehmen wir, wie es kommt. Nehmen wir, wie es kam. Tierlis ist vorhanden. Abgehakt. Link ist in der Beschreibung. Könnt ihr gerne es machen. Bei uns im Discord hochladen. Ich wäre entzückt, wenn ihr Crafts habt, die meine Meinung ändern könnten. Bei manchen Skins. Schickt sie gerne rein bei uns im Discord-Server. Crafts-Channel ist vorhanden. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderbaren Start in diesen Dienstag. Es war ja gestern eine kleine Verwirrung am Start, natürlich die Mittwochfolge am Montag zu posten. Wie gesagt, technisch nicht anders möglich gewesen. Ein kleiner Spaß am Montagmorgen. Heute ist Dienstag. Und dementsprechend wünsche ich euch darin einen schönen Start. Viel Erfolg bei dem, was ihr heute tun werdet. Und wir hören uns natürlich morgen wieder in alter Frische. Bis dahin.